Heute zeigen wir euch die Story eines Mannes aus England, der im Garten seines neuen Hauses etwas fand, mit dem er wirklich niemals gerechnet hätte. Und zwar geht es um Chris Mills, der gerade in die Stadt Middlesbrough gezogen war und sich in seinem neuen Haus etwas eingerichtet hatte, als ein harmloser Plausch mit seinem Nachbarn alles ändern sollte. Der Nachbar erzählte Chris nämlich ganz nebenbei von einem Gerücht, das besagte, dass sich in seinem Garten eine geheime Tür befinden solle, die tief in die Erde führt. Ob dies allerdings wirklich stimmte und wo sich der geheimnisvolle Eingang befinden sollte, wusste der Nachbar auch nicht. Und so war Chris skeptisch. Schließlich hatte der Hausverkäufer ihm gegenüber nie von einer Geheimtür gesprochen und auch in den Unterlagen des Hauses gab es keine Aufzeichnungen, die darauf hinwiesen. Da Chris nun aber natürlich neugierig war, fing er an, in seinem Garten zu suchen. Das Einzige, was er hier fand, war allerdings nur ein alter Abflussschacht, der mit einer Steinplatte verschlossen war. Bei genauerem Hinsehen stellte sich dann jedoch das Unglaubliche heraus. Der Abflussschacht war nämlich nicht das, was er zu sein schien. Und als Chris in ihn hineinstieg, stockte ihm der Atem. Tatsächlich befand sich hier nämlich der Zugang zu einem alten Bunker. Unten angekommen, entdeckte Chris dann tatsächlich einen etwa 5 Meter breiten Raum, der in vergangenen Zeiten als Schutz für die Hausbewohner gedacht war. Seit mindestens 40 Jahren war niemand mehr hier unten gewesen. Und obwohl der Bunker teils unter Wasser stand, fand Chris hier noch Zeugnisse des Kalten Krieges wie Möbel, Schalter, Lampen und ein Belüftungssystem. Was er mit seinem neu entdeckten Bunker anfangen wird, weiß der erstaunte Hausbesitzer übrigens noch nicht. Allerdings hat sich schon eine Heavy-Metal-Band bei ihm gemeldet, die dort gerne ein Musikvideo drehen will. Doch noch deutlich krasser als dieser Fund ist allerdings, was ein Mann in der Türkei in seinem Keller fand. Als ein Bewohner der Kleinstadt Derinkuyu nämlich im Jahr 1963 seinen Keller renovierte und dabei eine Wand einriss, kam dahinter ein weiterer Raum zum Vorschein, der deutlich älter zu sein schien als das Haus. Als der Mann dann neugierig hinter dem geheimen Raum weitergrub, fand er auch noch einen engen Gang, der weiter nach unten zu führen schien. Als der Türke dem geheimnisvollen Gang folgte, entdeckte er schließlich den Eingang in ein riesiges, verzweigtes Höhlensystem, das aus kilometerlangen Gängen und zahlreichen großen und kleinen Räumen bestand. Insgesamt wurden nach und nach 8 unterirdische Stockwerke freigelegt, die sich bis zu 55 Meter unter der Erde befinden. Unter anderem gibt es hier Schlafräume, Lagerräume, Ställe für Tiere und sogar einen großen Raum in Form eines Kreuzes, der vermutlich als Kirche gedient hat. Auch ein Weinkeller und eine Schule wurden entdeckt. Wer hier einmal gewohnt hat und warum die unterirdische Stadt, die Platz für 20.000 bis 50.000 Menschen bot, gebaut wurde, ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass sie schon tausende Jahre alt ist. Forscher vermuten, dass sie entweder zum Schutz vor Feinden oder vor dem extremen Klima in der Region angelegt wurde. Und obwohl Archäologen mittlerweile schon 2.500 Quadratmeter an Räumen ausgegraben haben, geht man aktuell davon aus, dass die unterirdische Stadt noch 4-mal so groß ist. Teile der unterirdischen Stadt Derinkuyu lassen sich heute übrigens von Touristen besuchen. Eine unterirdische Stadt unter dem eigenen Haus zu finden, ist natürlich heftig. Was eine Frau in den USA allerdings versteckt unter ihrem Heim aus dem 19. Jahrhundert entdeckte, dürfte im Alltag deutlich nützlicher sein. Als die TikTokerin Theresa Pizza nämlich den Kühlschrank unter der Arbeitsplatte in ihrem neuen Haus öffnete, entdeckte sie dort eine Treppe, die nach unten führte. Und damit nicht genug. Tatsächlich führte die Treppe nämlich in eine voll eingerichtete Bar, die noch einmal so groß wie die Wohnfläche des gesamten Hauses der Frau war. Es handelte sich hierbei um ein sogenanntes Speakeasy. Die auch als Flüsterkneipen bekannten Bars wurden in den USA ab den 20er Jahren überall im Land versteckt eingerichtet, weil zu dieser Zeit Prohibition, also ein strenges Alkoholverbot galt und man dort dann heimlich trinken konnte. Die Frau renovierte die alten Räumlichkeiten anschließend und richtete sie mit modernen Möbeln ein. Nun verfügt sie über eine große Kellerbar, in der sie mit ihren Freunden feiern kann. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was ihr am liebsten unter eurem Haus finden würdet. Wir sind gespannt! Während man sich über eine geheime Bar im Haus vermutlich sofort freut, ist der nächste Fund in diesem Video wirklich gruselig.
Als die 29-jährige US-Amerikanerin Jacqueline Williams im letzten Jahr nämlich einen neuen Job bekam, musste sie mit ihrer Familie schnell umziehen und brauchte daher dringend eine Wohngelegenheit. Als Jacqueline dann endlich ein passendes Haus fand, guckte sie es sich daher auch gar nicht allzu gründlich an, bevor sie mit ihrer Familie einzog. Schließlich musste es schnell gehen. Nachdem die Familie jedoch bereits seit 2 Monaten in ihrem neuen Haus lebte, entdeckte Jacqueline hinter einer Klappe, die sie für ein Belüftungssystem gehalten hatte, einen Geheimgang. Als sie dem mysteriösen Gang folgte, fand die schockierte Mutter heraus, dass sich tatsächlich durch das ganze Haus hinter den Wänden versteckt enge Geheimgänge schlängelten. Durch diese kann man sich unbemerkt durch alle Räume bewegen und die Hausbewohner beobachten. Außerdem entdeckte die 29-Jährige in dem 1959 gebauten Haus noch einen speziell gesicherten Safe Room, in dem man sich bei Gefahr zurückziehen kann, sowie insgesamt 16 Sicherheitskameras. Als wäre all dies noch nicht unheimlich genug, stand auf einer der Wände in den versteckten Gängen auch noch der Satz: Ich liebe Collins Körper. Was all dies bedeuten soll und wer das geheime Gangsystem in das Haus eingebaut hatte, konnte die Familie bisher noch nicht herausfinden. Während Jacquelines gruseliger Fund für unruhige Nächte gesorgt haben dürfte, wird der Amerikaner Jim Morrison vermutlich vor Freude komplett ausgeflippt sein, nachdem er unter dem Boden seines Hauses eine geheimnisvolle Entdeckung machte. Aber der Reihe nach. Jim erbte von seinem verstorbenen Onkel ein uraltes Farmhaus auf dem Land. Der Amerikaner hatte hier als Kind zwar viele glückliche Stunden verlebt, mittlerweile war die Farm aber ziemlich heruntergekommen und reichlich renovierungsbedürftig. Also eigentlich nichts, über das man sich groß freut. Da Jim dem alten Haus aber wieder zu neuem Glanz verhelfen wollte, machte er sich direkt nach dem Einzug fleißig an die Arbeit und fing an, den staubigen Teppich vom Bretterboden abzureißen. Plötzlich stieß Jim hierbei auf die Tür eines alten, rostigen Tresors. Sein Atem stockte. Schließlich hatte ihm sein Großvater als Kind schon Geschichten darüber erzählt, dass sich in dem Gebäude angeblich ein echter Schatz befinden solle. Jim und seine Familie hatten dies aber immer für ein Märchen gehalten. Nachdem ihm ein Experte beim Öffnen des Tresors geholfen hatte, kamen hier aber tatsächlich hunderte Goldmünzen und sogar einige Goldbarren zum Vorschein. Wer den Schatz dort einmal versteckt hat und woher er stammt, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Fest steht allerdings, dass er unglaubliche 100.000 Dollar wert ist. Weniger wertvoll, dafür aber mindestens genauso faszinierend ist ein geheimer Ort, über dem sich viele von euch sicher schon einmal selbst befunden haben, ohne es zu wissen. Wer mit dem Zug durch Deutschland reist, muss nämlich häufig am Bahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover umsteigen. Der Bahnhof an sich ist dabei wenig spektakulär. Was allerdings die wenigsten wissen dürften, ist, dass es hier, gut versteckt und nur mit einem speziellen Schlüssel zu erreichen, unter dem eigentlichen Bahnhof noch einen sogenannten Geisterbahnhof tief unter der Erde gibt. Tatsächlich plante man nämlich in den 1970er Jahren eine weitere U-Bahn-Linie und baute auch gleich den entsprechenden U-Bahnhof hierzu. 3 Stockwerke unter der Erde. Die Bahnstrecke wurde dann aber nie verwirklicht und die Zugänge zur Bahnstation wurden mit Geschäften zugebaut. Heute gibt es nur noch eine einzige Tür, über die man den Geisterbahnhof betreten kann. Öffnet man diese und folgt man der Treppe nach unten, findet man den Geisterbahnhof tief unter der Erde, der sich noch im selben Zustand wie vor 50 Jahren befindet, ohne dass je ein Zug durch ihn fuhr. Nach all diesen faszinierenden Funden unter der Erde möchten wir am Ende dieses Videos noch die Schatzsucherlust in euch wecken. Denn tatsächlich müssen sich aufregende Funde nicht immer tief unter der Erde oder hinter Geheimtüren befinden, sondern sind im ganzen Haus möglich, wie der Fall dieses Mannes aus New Jersey in den USA zeigt. Der Amerikaner Carl Sabatino bekam von seiner Tante kurz vor ihrem Tod nämlich den Hinweis, sich ihre alte Nähmaschine doch einmal genauer anzugucken. Ohne zu wissen, was ihn erwartet, zog er lediglich einmal an der Maschine und schon fiel ihm ein Bild entgegen. Carl war verwundert, erinnerte sich aber daran, dass dieses im Haus seiner Verwandten hing, als er selbst noch ein Kind war. Er selbst nannte es damals immer die Frau mit dem wuscheligen Hut und sein Onkel hatte es damals für etwas
etwa 30 US-Dollar gekauft. Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch um das Gemälde Frau mit Kappe vom weltberühmten Maler Pablo Picasso und war mittlerweile unglaubliche 25 Millionen US-Dollar wert. Wenn euch dieses Video über lang verborgene Funde gefallen hat, solltet ihr euch auch unbedingt dieses Video über einen Mann, der sich völlig unentdeckt über Jahre ein verstecktes Zuhause in einem Einkaufszentrum aufbaute, anschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.